Backhaus raucht es schon und auch in der Flachsröste brennt ein Feuer. Es ist wieder Handwerker- und Bauerntag im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz. Vor der Erfindung der Waschmaschine musste alle Wäsche mit der Hand gewaschen werden. Allerdings viel seltener als heute. Die erste Originalwaschmaschine der Firma Miele aus dem Baujahr 1930. Das Prinzip, unten wurde Feuer reingemacht, in dem Diegel war die Waschlauge drin und die Trommel, in der Trommel kam die Wäsche rein. Ja, und in den Trommel kam die Wäsche rein und das musste dann eine Stunde, wenn das Wasser kochte, musste das eine Stunde gedreht werden. Es ist das gleiche Prinzip wie die heutigen Waschmaschinen. Es war die erste original Miele Waschmaschine. Was Sie hier sehen, sind die Irren Bauerntradition mit ihren Maschinen. Sie führen praktisch vor, wie früher mal das Leben auf dem Land war, wie gearbeitet wurde. Wir beginnen ganz links mit dem Flegeldreschen. Das ist an sich die Urform, wie das Korn gedroschen wurde, mit Flegeln, 4 Personen, 2 Personen, je nachdem wie viele Mitarbeiter oder wie viele Leute zur Verfügung standen. Mit diesen Flegeln wurde das Korn aus dem Getreide rausgeschlagen und es war eine, wie Sie sicher sehen können, sehr mühselige und sehr aufwendige Tätigkeit. Wesentlich einfacher war schon die zweite Sache, und zwar die Maschine, die den sogenannten Stiftendrescher. In dieser Maschine sind Metallstifte. Ja, das ist super. Und durch das Drehen der beiden Leute rechts und links wurde praktisch das Korn durch die Maschine durchgetragen, die Stifte schlugen das kaputt und vorne kam dann die Spreu raus mit den Körnern. Diese Maschine war schon eine wesentliche Erleichterung, das, was man sich vorstellen kann, gegenüber dem Flegeldreschen. Diese Maschine ist ein Strohschneider, alles von Hand mit einem Vorschub. Und dann ist dann hier, die steht dann vor und dann konnte man das in kleinen Stücken schneiden, so wie hier jetzt, ich jetzt vorstelle. So, es sind dann jeden Tag sind dann die kleinen geschnitten worden für das Vizefüttern. Und dann wurde das mit Dunkelrübe vermischt und dann wurden die Vieh abends und morgens
wurden die dann gefüttert. Das war der Hauptdurchgang, die hier in der Eifel da vorging. Was dann übrig war von der Stiftendreschermaschine, wurde in die Waan geworfen. Das ist praktisch ein Gerät, was die sogenannte Spreu vom Weizen trennt. Wenn Sie durch das Drehen eines Windrades, das sich innerhalb der Maschine befindet, fliegt vorne bzw. hier bei uns hinten die Spreu raus und auf der Seite die Körner, so genannt, das Spreu trennt sich vom Weizen. Vor dem Spinnen wird die Schafwolle gewaschen und anschließend kardiert. Dadurch wird die Wolle aufgelockert und die kreuz- und querliegenden Wollfasern werden in eine Richtung gekämmt. Die kardierte Wolle kann dann am Spinnrad zu Garn versponnen werden. Aus einem so schönen, gleichmäßigen Wollgarn, wie es hier entsteht, lassen sich anschließend Socken und natürlich auch viele andere Kleidungsstücke stricken. Wir sind die Irreler Bauerntradition. Wir kommen also von Irrel. Unser Verein besteht über 15 Jahre und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das alte Bauernbrauchtum und wie man früher hart arbeiten musste, das der Nachwelt und besonders den Kindern zu zeigen, damit die wissen, wie das früher gemacht wird. Nicht, dass man die Butter nur im Supermarkt kauft, wo man genau wissen muss, wie entsteht die Sahne. Das ist eine Zentrifuge, die Milch wird entrahmt. Hier oben ist die Vollmilch. Oh, pardon. Und die Milch wird durch 14 Siebe, das Fett nach oben an die Seite gepresst. Und das Fett ist leichter, das läuft hier oben raus. Und hier kommt die Magermilch. Und mit dieser Sahne, das ist ja die 28-32% Sahne, damit wird jetzt die Butter gemacht. Und die Milch, früher wurde sie zur Vieh. Fütterung verwandt. Heute trinken die modebewussten Frauen die fettentrahmte Milch. Und die Milch, die ist frisch vom Bauer, die hat 3,8 bis 4,5% Fettgehalt. Und jetzt wird die total, wie das auch in der Molkerei passiert, total entrahmt. Und in der Molkerei schüttet man zu dieser Milch 1,5 bis oder 3,5% das Fett wieder zu. Das muss ganz ungekühlte Milch sein. Wenn die gekühlt ist, entfettet die sich nicht mehr. Das ist die Sache von der Zentrifuge. Die hat 2 Liter Sahne hier drin und durch das Stoßen kommt in die Sahne ja noch Sauerstoff und die Fettkügelchen binden sich. Die Fettkügelchen binden sich, klumpen zusammen und dann die Butter verfestigt sich. Hinterher, wenn man zu viel Sahne geschlagen hat, da sagt man, ich habe Butter gemacht. Und wenn die Butter sich hinterher fest wird und was da unten Rest bleibt, ist die Buttermilch. Also das ist ein Produkt bei der Butterherstellung. Und diese Butter, wenn die gleich fertig ist, wird in eiskaltem Wasser, was die Dame da macht, ganz fest ausgewaschen, damit der Butterfett alles rauskommt. Sonst schmeckt die nicht. Muss ausgewaschen und geknetet werden. Du hast alles gesagt. Ja, wie geht es?